Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends, ein Gameplay zu den T5 Schlachtschiff der japanischen Nation, die Muzo. Die Muzo ist auf jeden Fall auch ein sehr geiles Schlachtschiff, was auf jeden Fall mega viel Power hat. Also kann man auf jeden Fall nicht meckern. Der einzigste Nachteil, wo diese Muzo hat, ist hier. Sind hier die Torpedowerfer. Oder sagen wir mal zwei Nachteile. Einmal der Winkel, der ist tatsächlich immer nur auf fast voller Breitseite rausbar, werden wir auf jeden Fall auch im Gameplay sehen. Und das nächste ist, wenn die euch oben drauf feuern auf Stack, kann es passieren, dass ihr ständig Torpedoausfälle bekommt, was auf jeden Fall nicht so nice ist. Und ich glaube, es sollte auch nicht so gedacht sein. Weil normalerweise hat sie ja schon die Panzerung so ein bisschen ringsrum. Also da kann selbst die Sekundär meistens oben oder an der Seite ranschießen und das Ding hat einen Torpedoausfall. Also das finde ich halt schon ein bisschen miese Prise. Aber ansonsten ist sie auf jeden Fall schon ganz nice. Ich habe leider nur die Muzo und nicht noch die Muzo Black. Ich hätte auch sehr gerne noch die Muzo Black gehabt, um die Muzo Black vielleicht sogar auf Sekundär zu spielen. Die hier habe ich auf Sniperino geskillt und hätte die tatsächlich auch mal auf Sekundär probiert. Und ich mag es halt nicht ständig irgendwie umzuskillen und sag ich mal immer wieder den Perk raus, rein und das mag ich einfach nicht. Und wenn jetzt auf jeden Fall der Torpedowinkel noch ein Stück anders wäre, so ein Stückchen nach vorne, so wie die Sekundär ist, also die Sekundär hat auf jeden Fall einen recht guten Winkel, aber wie gesagt, deswegen habe ich sie halt einfach auch auf Sniperino, die hat schon ordentlich Palette und ordentlich Power, also die macht ordentlich Damage. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist es auch ein sehr hübsches Schiff, zur Flugabwehr kann man leider noch nichts sagen, da müssen wir mal gucken, wann das endlich losgeht und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Werte an und gehen mal so ein bisschen die ganzen Werte durch, Kapitän und so weiter und so fort. Und da geht es auch schon los. Wir haben einmal geskillt Zielsystem Mod Nummer 1. Links unten seht ihr wieder die Werte. Ihr könnt natürlich auch Sekundärbatterie Mod Nummer 2 skillen. Das solltet ihr natürlich machen, wenn ihr die Muzo auf Sekundär spielt. Hier unten habt ihr Hauptbatterie Mod Nummer 2. Auch da unten links wieder die Werte. Ansonsten haben wir hier einmal Antrieb Mod Nummer 2. Ihr könnt noch einbauen Steuergetriebe Mod Nummer 2 oder Schadensbegrenzungssystem Mod Nummer 2. Dann zur Ausrüstung. Wir haben einmal die Sprenggranaten, panzerbrechende Granaten und die Torpedos. Dann haben wir Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungssystem, Reparaturmannschaft und Aufklärer. Auch da wieder dasselbe, wenn ihr auf Sniperino spielt, auf jeden Fall den Aufklärer reinpacken. Solltet ihr auf Sekundär spielen, ist tatsächlich zu empfehlen, den Katapultjäger reinzumachen, um erstens mal Schiffe aufzumachen, die eventuell in der Nähe sind, beziehungsweise auch Zerstörer oder natürlich auch Torpedos aufklären. Ja, das kann der Katapultjäger auch, also der kann auch Torpedos aufmachen, die jetzt gerade in der Reichweite sind, wo der rumfliegt. Natürlich muss man da halt, dass wenn sie jetzt so nah hätte, dann könntet ihr auf jeden Fall auch verbesserte Sekundärgenauigkeit reinmachen. Aber Sekundärgenauigkeit würde ich dann schon nicht empfehlen, weil ihr nichts habt, was andere Torpedos aufmachen könnt. Außer ihr fahrt die Muzo halt in der Division, jemand hat Sonar. Dann könnt ihr natürlich verbesserte Sekundärgenauigkeit reinbauen. Aber ansonsten würde ich tatsächlich schon empfehlen, auf den Katapultjäger und auf Sniperino auf jeden Fall den Aufklärer. Hier unten haben wir wieder die Booster. Da ist am besten, euch das Gameplay anzuschauen. Ich werde es mit oben reinlinken. Im Video bei dem Ausrufezeichen, was oben rechts erscheint, könnt ihr draufklicken. Da könnt ihr euch das Gameplay gerne anschauen, wie ihr weitere Booster täglich bekommen könnt. Und natürlich haben wir hier hinten noch die Gefechtsbooster bis zu drei verschiedene Stufen. Hier habt ihr maximale Bewegungsgeschwindigkeit,
Hier habt ihr die Geschwindigkeit und Verbrauchsmaterialien. Und hier habt ihr dann noch Reichweite der Hauptbatterie drin. Hier unten habt ihr Permanenttarnungen. Oder ihr habt hier eine Permanenttarnung und könnt hier unten weitere Permanenttarnungen euch erstellen. Also für die Leute, die sagen, mir gefällt die Permanenttarnung der Mut so nicht, ich möchte gerne eine andere, könnt ihr hier unten erstellen. Es gibt da so ein paar kleine Dinger zu beachten. Schaut euch da auch das Gameplay an. Ich werde es mit rein verlinken. Oben rechts einfach bei dem Ausrufezeichen draufklicken, dann, wenn es aufploppst. Und dann könnt ihr euch darüber informieren. Hier unten haben wir einmal die Flaggen, was einfach nur für Style ist. Das hat jetzt nichts irgendwie Besonderes zu. Es gibt keine Werte oder sowas. Das ist einfach nur halt Aussehen. Ja, ansonsten zu die Werte. Überleben hat sie 68 Punkte, Trefferpunkte 58.400, eine Panzerung von 13 bis 330 mm und Torpedo-Schadensverringerung 22%. Artillerie hat sie 86 Punkte. Sie hat eine Hauptbatterie von 4x2 410 mm, eine Feuerreichweite von 18,4 Kilometer, Ladezeit 13 Sekunden. Dauer für 180 Grad Kehre 34 Sekunden. Sprenggranaten Höchstschaden 65, ja moin, 6500, eine Brandwahrscheinlichkeit von 30%. AP-Granaten Höchstschaden 13.640. Also ihr seht, 410 mm ist schon enorm viel für die Mutsu, also das brettert schon ordentlich rein. Sekundär Bewaffnung 4x2 127 mm, eine Feuerreichweite von 4,2 Kilometer, Ladezeit 5 Sekunden, Sprenggranaten Höchstschaden 2100 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Dann die nächste Sekundärbewaffnung 20x1 140 mm, Feuerreichweite 4,2 Kilometer, Ladezeit 8 Sekunden. Und AP-Granaten Höchstschaden 2700. Da ist zu sagen, die AP-Granaten von der Sekundärbewaffnung können auch Zitadellen verursachen. Das heißt, da steht dann mehr Schaden da, wie halt der Standortschaden ist. Also es wird nicht angezeigt, Zitadellentreffer durch Sekundär- oder Zitadreffer. Ja, man sieht es halt nur durch den erhöhten Schaden. Ja, ansonsten hat sie auf jeder Seite 10 von den 20 mal 1 sind auf jeder Seite 10 und oben ist es genauso 2 auf jeder Seite. Dann die Torpedos hat sie 4 mal 1, 533 mm, Ladezeit 21 Sekunden, Dauer für 180 Grad Kehre 6 Sekunden, Höchstschaden 10.833, Torpedoerkennbarkeit zu See 1,2 Kilometer, Torpedoreichweite 7 Kilometer. Und Torpedogeschwindigkeit 57 Knoten. Ne, also die Nachladezeit 21 Sekunden, das ist wirklich gar nichts. Und das ist halt das, was die Mutsu auf jeden Fall ausmacht. Deswegen habe ich sie mir auch geholt, weil es halt einfach mal was anderes ist. Das war das erste Schlachtschiff mit Torpedos gewesen. Und das ist auf jeden Fall mal was Geiles und eine geile Erfahrung gewesen. Danach kam dann die Scharnhorst. Manövrierbarkeit hat sie 24 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 23,9 Knoten, Wenderadius 770 Meter und eine Ruderstellzeit von 14,4 Sekunden. Tarnung hat sie 39 Punkte, Erkennbarkeit zu Wasser 14 Kilometer, Erkennbarkeit zu Luft 11,7 Kilometer, garantierte Erkennbarkeitsreichweite 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 14,2 Kilometer. Zur Übersicht: schwere Geschütze. Dieses Schiff ist mit großkalibrigen Hauptgeschützen bewaffnet. C überdurchschnittliche Basis-TP, geringer Ertrag, unterdurchschnittlicher Torpedoschaden. Viele Erfahrungen, die man im Ersten Weltkrieg gewonnen hat, flossen in dieses Schlachtschiff der Nagato-Klasse, das eines der ersten schnellen Schlachtschiffe werden sollte. Der Panzerschutz des Schiffs war für damalige Verhältnisse sehr gut. Zusätzlich zur Hauptbewaffnung trug es Torpedowerfer.
In Dienst gestellt 1921, Schiffe in einer Serie 2. Also, na, da kann man auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall was sehr Geiles gewesen, dazu mal, als es das erste Schlachtschiff gewesen ist mit Torpedos. Und vor allen Dingen, sie schaut auch sehr geil aus. Und ich finde einfach jedes Schiff in Warships einfach nice. Es macht einfach jedes Spaß. Es gibt keins, was mir nicht Spaß macht. Ja. So, als Kapitän haben wir da natürlich drauf den Takeo Takagi. Er hat einmal Phönix als Basisfähigkeit, als Inspiration habe ich den Entry Kenningham drauf und den Megatron für Reichweite der Hauptgeschütze. Als erstes flampierter Kanonier geskillt, als zweites rotierender Bohrer, Treffsicherheit, Streckenrekord in XXL. Hier kann man aber auch Notfallexperte nehmen. Also das. Aber wie gesagt, ich finde halt mehr Reichweite auf jeden Fall richtig nice. Und als Legendenfähigkeit Wille zum Wiederaufbau. Da ist es halt so, ihr müsst halt bei 2 Kilometern sein, damit die Reparaturmannschaft, also damit der passive Wert anfängt zu heilen und bei 20% oder tiefer sein. Und dann bekommt ihr 0,5% Gesundheit wieder. Ansonsten habt ihr als zusätzliche Fähigkeit von der Wille zum Wiederaufbau, Menge der wiederhergestellten TP plus 47% Wirkungsdauer der Reparaturmannschaft minus 30%. Also es wird halt dafür dann kürzer. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch den Azulane-Kapitän reinschmeißen von der Fuso. Ist im Prinzip fast dasselbe. Sage ich jetzt mal, nur ihr habt halt dann die Basisfähigkeit Deckungsfeuer, erhöht die Chance, Gegner mit Sprenggranaten das Schlachtschiff in Brand zu setzen, bei plus 1,5%. Aber das ist jetzt für die Mutsu, kann man auf jeden Fall machen. Sie hat ein recht großes Kaliber. Wenn man näher rankommt an einen leichten Kreuzer, wäre es auf jeden Fall dann schon empfehlenswert, fast mit HE zu schießen. Da ihr mit den großen Kaliber, denke ich mal, sehr oft Durchschläge machen wird bei den kleinen oder bei den leichten Kreuzern, da ist das auf jeden Fall schon empfehlenswert, eher mit HE zu schießen. Wie gesagt, schauen wir uns im Gameplay auch nochmal an und ich würde sagen, wir gehen mit der Muzo mal ins Gefecht und gucken uns die Muzo an und gucken wir mal. Bis gleich. So, da sind wir mit der Muzo. Ja, was gibt's Schönes zur Muzo zu sagen? Wir haben einmal mit der Muzo die panzerbrechende Granaten, die HE-Granaten. Dann haben wir einmal Reparaturmannschaft. Dann Schadensbegrenzungssystem und den Katapultjäger. Da hat der Peter schon eine schöne Zitadelle kassiert. Also Muzo ist auf jeden Fall ein sehr schönes Schiffchen, um Sniperino zu machen. Natürlich hat sie auch Torpedos. Ja, das haben wir ja im Vorstellungs-Gameplay, haben wir das ja gesagt. Aber ihr seht, die Kugeln haben auf jeden Fall, oder das Kaliber hat auf jeden Fall eine schöne flache Flugbahn. Muss man auf jeden Fall sagen, eine schöne flache Flugbahn. Und vor allen Dingen das Kaliber fliegt auch schön, schön präzise, schön gebündelt. Also man kann auf jeden Fall ordentlich was anrichten. Wenn nicht ständig mir jemand die Kills klauen würde hier. Ja, aber ansonsten ist es auf jeden Fall schon ein sehr geiles Teil. Natürlich kann man auch auf jeden Fall mit die Torpedos arbeiten. Man sollte aber nicht die Torpedos als als Priorität setzen. Man sollte die Torpedos eher als Verteidigung benutzen, weil ihr habt halt schon ein ziemlich Breitseitentorpedowinkel mit der Muzo. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall nicht die Priorität setzen auf die Torpedos und es als Verteidigung benutzen.
Aber sie hat auch ein verdammt gutes oder eine verdammt gute Hauptbatterie, ein sehr gutes Kaliber, was ziemlich groß ist oder was sehr groß ist, was auf großer Distanz auf jeden Fall schon. Hier sehen wir den Winkel, er ist halt, ja, ne, also man konnte es gerade sehen, man muss halt schon wirklich Breitseite zeigen und das ist halt schon ein wenig miese Brise. Aber ansonsten ist auf jeden Fall abnormal präzise, man kann gute Zitadellen machen. Wie gesagt, das große Kaliber gibt halt manchmal so, dass man halt wirklich Durchschläge machen tut, wo man dann tatsächlich gucken muss, noch ein bisschen weiter auf Range zu kommen. Also auf kurze Distanz wird es dann schon eher ziemlich schwer bei die meisten Schiffe, außer bei den Schiffen, die halt wirklich eine gute Panzerung haben. Oder wo man jetzt endlich am Montag die Panzerung sehen kann, wo man halt dann wirklich tatsächlich mal gucken kann, wo man reinschießen kann. Und mit großem Kaliber ist es natürlich verdammt schwer. Vor allen Dingen auf nahe Distanz bis mittlere Distanz würde ich auf jeden Fall Durchschläge machen und deswegen auf jeden Fall schön auf Range spielen, schön hinten bleiben. Man kann auch auf mittlere Distanz, aber wie gesagt, ich würde halt tatsächlich Long Range oder Middle Range spielen. Auf Sekundär habe ich es noch nicht probiert, aber es wird unvorstellbar wegen dem großen Kaliber einfach. Aber ansonsten auf jeden Fall auch ein sehr geiles Schiff. Das war ja eins der ersten Torpedoschiffe in World of Warships Legends. Danach kam ja die Scharnhorst. Und ich fand sie auf jeden Fall sehr interessant. Und ich bin eigentlich froh, dass ich sie mir dazu mal geholt habe. Weil sie halt ziemlich interessant ist. Nachteil ist halt auch von den Torpedowerfern, die sind zwar ziemlich gepanzert, da unten drunter unter Deck versteckt, aber man kann halt auch eine Sekundär kassieren und die Torpedodinger fallen aus, was ich halt eigentlich auch noch nicht verstanden habe, warum das so ist, weil sie ja eigentlich schon eine ordentliche Panzerung haben. Also ich hoffe, da wird auch mal irgendwas getan, vor allen Dingen, wenn gerade die Flieger kommen ins Game und die Flieger fliegen über dich drüber, lassen da was fallen und plötzlich fällt der Torpedowerfer aus. Es ist ja halt ein bisschen, ja, Faily Melo. Also ich hoffe, da wird tatsächlich noch was getan bei der Muzo, dass da die auf jeden Fall nochmal nachgearbeitet wird und da die Panzerung entweder ein bisschen verstärkt wird oder das, keine Ahnung was das ist, ich kann es euch nicht sagen. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Natürlich mit der Flugabwehr müssen wir sehen. Das werden wir auf jeden Fall auch testen, wenn es soweit ist. Wenn wir endlich unsere Träger bekommen. Aber ansonsten bis dahin, wie gesagt, sehr geiles Schiff, macht mega viel Spaß, macht guten Damage, lässt sich gut spielen, hat eine sehr gute Manövrierbarkeit und auch die Kanonen sind auf jeden Fall richtig nice. Ist ein sehr geiles Teil. So, da hinten haben wir jetzt noch die Muzo, die Fuso, Muzo, ja moin, die Fuso versuchen die jetzt rauszuknipsen. Versuchen die auf jeden Fall jetzt rauszuknipsen. Mal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall ein kleines bisschen höher aimen, da sie gerade im Winkel fährt. Das heißt, wenn sie halt weiter nach hinten fährt, wird die Range auf jeden Fall ein bisschen größer. Und da kriegt sie noch eine schöne Zitadelle. Sehr schön. Ja, also wenn sie halt gerade angewinkelt fährt, wird es halt auf jeden Fall so sein, dass man auf jeden Fall ein bisschen höher aimen muss, da ja natürlich sich die Reichweite dann verändert. Da haben wir jetzt noch die Ismail, die holen wir jetzt auch gleich noch raus, die kriegt jetzt auch noch eine schöne, da auf jeden Fall ein bisschen höher aimen, keine Wasserlinie. Vorführeffekt. Der Vorführeffekt, man kennt es. Natürlich auch so gegen HE sind die Japaner auf jeden Fall allgemein ziemlich anfällig. Sie brennen verdammt gut. Muss man einfach dazu sagen, bekommen auch schon enorm viel HE-Schaden. Da holen wir sie aber jetzt raus. So, da hinten haben wir jetzt noch die La Galissonière. Gucken, ob wir ihr noch eine schmausern können. Und da haben wir noch nicht mal mit den Präzisionsflieger gearbeitet. Also kann man da auf jeden Fall schon
schön sehen, wie die Präzision ohne den Flieger ist. Wir müssen jetzt noch auf die California aufpassen, dass wir ihr keine Breitseite zeigen, weil wenn die uns in die Breitseite reinschießt, ist Feierabend. Also das könnte schon ordentlich wehtun. Ja, da auch ein kleines bisschen höher aimen über die Wasserlinie und dann macht's Plauzi Plauzi. Ne, dadurch, dass Kaliber halt von oben reinfällt und dann in die Seite rein, also die Zitadelle, das werden wir halt am Montag auch alles schön sehen. Ne, dadurch, dass halt, sag ich mal, die Zitadelle ist weiter unten versetzt und dadurch die Mutsu halt so ein großes Kaliber hat, fliegt das in die Panzerung und macht dann unten in die Zitadelle rein. Deswegen ein kleines bisschen höher aim. Und bei der La Galissonière genau dasselbe. Da haben wir eigentlich auf jeden Fall sehr gut abgeräumt, würde ich sagen. Also man kann eigentlich 80% der Gefechte gehen eigentlich mit der Mutsu so aus, dass man wirklich sehr gute Gefechte machen tut, wo halt wirklich ordentlich Schaden zustande kommt. Sage ich mal, meistens immer 70.000 plus. Und das reicht voll aus. Alles, was drüber ist, ist natürlich immer besser. Aber man sollte es einfach auch nicht übertreiben. Man sollte lieber safe spielen, weil Schaden kommt von alleine. Und schöne Runden kommen einfach nur auch von alleine zustande. Es ist nur, dass man nicht jede Runde mega krasse Runden machen tut. Das ist auf jeden Fall auch der Fall. Ja, aber ansonsten auf jeden Fall richtig nice. Ja, natürlich würde ich mich auch sehr gerne freuen, wenn ihr mal auf Twitch kommt. Alles oder nix unterstrich TV. Ihr seid herzlich willkommen. Und könnt auch sehr gerne mitschibbern. Also wenn ihr öfters im Stream seid, könnt ihr auf jeden Fall öfters mitschibbern. Wir sind im Aufbau, sage ich mal, einer Community für irgendwann Clans und Clan Wars, damit wir wirklich schön zusammen spielen können. Also ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Und ich hoffe ja irgendwann mal noch, dass die Zerstörer mal gebalanced werden und nicht immer 6, 7 Zerstörer drin. Ich meine, wenn es noch 8, 9 geben würde, würden sie das auch noch machen. Aber leider ist es nicht so. Und ja, aber ansonsten, schönes Ding. Wir haben den Kraken freigelassen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, in diesem Sinne sage ich auf jeden Fall, jeder, der sich die Mutsu kaufen möchte, kauft sie euch. Sie ist ein sehr geiles Schiff. Also sie kann man auf jeden Fall im Hafen stehen haben. Macht auf jeden Fall Spaß, das Ding. Es gab ja auch mal die Mutsu Black. Ich habe sie nicht bekommen. Aber wäre zwar nice gewesen, weil dann hätte ich die eine Mutsu auf Sekundär spielen können und die eine Mutsu auf Sniperino. Aber es wollte oder es sollte halt leider nicht so sein. Aber deswegen, irgendwann kriegen wir sie auf jeden Fall schon mal. Also, ich bin in guter Absicht. Ja, in diesem Sinne kann ich, wie gesagt, nur sagen, viel Spaß mit der Mutsu und natürlich auch viel Spaß in World of Warships Legends. Würde mich natürlich über ein Like freuen, über ein Abo, wenn ihr weiteren Content von mir sehen möchtet. Es werden auf jeden Fall noch so viele Gameplays und Informationsvideos kommen auf meinen Kanal. Also euch wird es auf jeden Fall nicht langweilig werden. Und auf Twitch wird es euch auf jeden Fall auch nicht langweilig werden. Kommt vorbei und schippert auf jeden Fall mal sehr gerne mit. Leider gehen immer nur drei Teammates, sage ich mal. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wenn wir mehr wären, dass wir immer ein bisschen abwechseln, dass jeder mal mitkommen kann. Einfach eine geile Community, Spaß zusammen haben, das ist wichtig. Und Spaß hat man einfach nur, wenn man geile Gefechte hat und wenn man ständig gewinnt, um schöne Ressourcen farmen zu können. Wie gesagt, in diesem Sinne sage ich tschö mit Ö, haut's rein, euer Winnie und vielen lieben Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Ciao, Kakao.